So Leute, Freitag der 16. Ich habe noch keinen Hut auf, aber der David ist auch schon da und Patricia ist gerade mit seinem Auto geflohen. David, wie fühlt man sich, wenn sein Auto entführt wird? Nicht schlimm, nicht ja, wir, David wird jetzt dann die Verschalung zusammenleimen. Ich hoffe, der Kollege kommt jetzt dann weg zum Schotter. Aber das Wichtigste, nach der Arbeit, ihr wisst es ja mittlerweile, Kaffee trinken. Ja, wo ist er denn? Ja, da ist er ja. Falls eben der Kollege kommt, muss ich das Auto aus dem Hof oder vor der Hofeinfahrt weg. Mein Gott, Panzertape vertapet er da. Ja, bring mal einen Leim. Das weiß ich doch nicht, wo der ist. Ich doch auch nicht. Du hast gesagt, du hast einen. Achso, und dann schmierst du bloß einen Leim rein und klappst das zusammen, oder? Ja, das ist eine Teesaft. Das wird aber schon genau. Das wird genau, wie wenn es du machst. Nee, die Platte ist aber nicht genau mit der in einer Höhe. Ja. Weil sich die Gärung hinzieht, wenn man das leicht überlappen kann. Oh mein Gott, David. Das muss frei passen. Ja, bring ein Maßband. So lange hätschen dann, gell? Sprichst du von dir selber? Nee, du. Mei, mei. Das ist ein Säckel wieder. Ja, jetzt wird auf alle Fälle schon mal die Schalung gemacht. Tja. Dann hoffentlich heute noch. Der Typ lässt mir keine Ruhe. Ja, komm. Was soll ich jetzt machen? Dann jetzt. Ja, dann lege ich mal die Cam weg und helfe dem mal und naja, dann zeigen wir euch halt bloß noch das Ergebnis. Der unterlegt da und macht und tut und keine Ahnung. Ich bin ja gespannt, ob das hinterher wirklich als Schalung zu gebrauchen ist. Machst du das richtig da hinten? Im Gegensatz zu dir schon. Der ist so freundlich zu mir, der Sack. Irgendeiner muss es ja sein. Aber wenn die Schalung funktioniert und der Beton kommt, ist er dann hier. Schatzi darf da filmen, weil ich werde da mit Sicherheit dann in der Arbeit sein. Mhm. Auch nicht schlecht, oder? Ich bereite dann bloß weiter vor. Und er muss dann Beton mit einfüllen und rütteln und glatt ziehen. Und wehe, das wird nichts. Ja, das wird auch erst nächste Woche was. Du hässlicher Vollpfosten. Jetzt will er mich schon wieder verarschen. Also, wir haben jetzt die Diagonalen gemessen und die sind alle gleich. Also sprich, das Ding steht jetzt so genau richtig da und muss jetzt bloß noch ordentlich trocknen. Ja, und dann, wenn eben geschottert und alles ist und es trocken ist, kommt es dann darüber, wird dann nochmal ausgerichtet, außenrum kommen noch Spanngurte rum, dass uns das ja nicht auseinanderbrechen kann. Und dann machen wir noch, blöd Mann, ja. Und dann werden wir auf alle Fälle noch Bewährungsmatten mit reinlegen. Wie würdest du das machen mit den Bewährungsmatten? Eine mittig. Also Abstand vom Boden, oder? Ja, sicher. Was nützt du das, wenn die ganz am Boden liegt? Dann bringt es ja gar nichts. Das also, denke ich mir nämlich auch. Eine Bewährungsmatte, was bringt, braucht die Minimum 3 cm Überdeckung. Also, dann wirst du mir morgen helfen können, dass wir von draußen die Matten eine Matte reinholen. Und dass wir die schnell zurechtsägen, zurechtflexen und dann reinbringen. Vorausgesetzt, das mit dem Schotter klappt heute noch. Gut. Das ist doch kein großes Pedoblatt. Dann sehen wir weiter. Leute, ich bin frustriert. Der Reinhard war schon fast auf dem Weg hierher. Dann hat er einen Anruf bekommen.
Tja, und er muss nochmal anrücken wegs Arbeit. Tja, kann man nichts machen. Tja, nächster Termin ist morgen Nachmittag, also am Samstag mit dem Schotter. Ich hoffe, dass das klappt. Und so frustriert wie ich jetzt bin, habe ich heute auch gar keinen Bock mehr, nochmal irgendwas heute zu machen. Ich sag mich jetzt erstmal auf die Couch und werde eine Runde pennen. Ganz genau, das mache ich jetzt. Ja, was haben wir heute noch geschafft? Wie gesagt, unser Fundamentgestell, wo der Beton dann reinkommt, haben wir soweit zusammengeklebt und ausgerichtet. Naja, und hier haben wir schon mal die Ecke aufgeräumt, dass wir einen Teil von der Kota unterstellen können. Weil die wird ja vorher gestrichen, bevor wir sie aufstellen, der Außenbereich. Ja, und der Fundamentrahmen, das Untergestell, wird ja auch noch richtig ordentlich einbalsamiert. Nö, ich mache jetzt die Garage zu. Und nichts mehr heute. Das war's. Ich könnte zwar jetzt noch ein Holz vom Tod nehmen und da oben einbalsamieren, aber nicht einmal dazu habe ich jetzt mehr Lust. Nein, heute nicht mehr. Leute, wir sehen uns morgen. Meine Motivation für heute ist komplett am Popo. Ciao.